Zweifel sind Verräter. Sie rauben uns, was wir gewinnen können, wenn wir nur einen Versuch wagen. Space. White Space. Brainfuck.com. Und das, meine lieben Freunde, ist ein Dong. Ein Ding ohne Nutzen. Gell? Okay, das reicht dann auch. Wie manche vielleicht bereits anhand vom Titel erraten konnten, dreht sich dieses Video um esoterische Programmiersprachen. Und im Intro habt ihr bereits einige Beispiele von solchen demonstriert bekommen. Beginnen wir erst einmal mit der Frage, was esoterische Programmiersprachen überhaupt sind. Esoterische Programmiersprachen sind als solche Sprachen definiert, die nicht dafür entwickelt wurden, in praxisbezogenen Anwendungen sinnvoll eingesetzt zu werden. Also sozusagen die abstrakte Kunst der Programmiersprachen. Häufig sind esoterische Sprachen zudem noch so erdacht, dass alle Programme aus möglichst kompliziertem und unverständlichem Code bestehen. Dazu gehört eine unsinnige Syntax und diskursive Algorithmen. Eine dieser Sprachen ist zum Beispiel Brainfuck, die auch bereits im Intro vorgekommen ist. Und Brainfuck fickt dein Gehirn wirklich hart, sowohl von hinten als auch von vorne, eigentlich von allen Seiten. Denn Brainfuck schreibt man nicht mit alphanumerischen Zeichen, also A bis Z und 0 bis 9, sondern ausschließlich mit diesen 8 eingeblendeten Zeichen. Das kleiner bzw. größer als Zeichen inkrementiert bzw. dekrementiert den Zeiger, also die aktuelle Position, auf die im Arbeitsspeicher zugegriffen wird. Plus und Minus erhöhen bzw. senken den Wert an der aktuellen Position um 1. Der Punkt konvertiert den aktuellen Zellenwert in ein ASCII-Zeichen und gibt dieses aus, während das Komma den ASCII-Wert eines eingegebenen Zeichens an der aktuellen Position abspeichert. Und die öffnende bzw. schließende eckige Klammern fungieren grundlegend wie eine While-Schleife. Und ein Brainfuck-Programm sieht dann zum Beispiel so aus. Diese 18 Zeilen von Code geben lediglich das allseits bekannte Hello World aus. Und hier auch mal mit erklärenden Kommentaren. Was ist denn, mein kleiner Orang-Utan? Ach, du willst, dass ich den Leuten deine Sprache vorstelle? Na, dann werde ich das natürlich machen. Also, mein kleiner Haus-Orang-Utan hat seine eigene Programmiersprache entwickelt, die von der Funktionsweise ähnlich zu der von Brainfuck ist. Allerdings sind die Befehle und die Grundideen andere. Bei der Entwicklung hat Orangi der Orang-Utan auf folgende Dinge Wert gelegt. Erstens, eine Programmiersprache sollte für Orang-Utans les- und schreibbar sein. Zweitens, die Syntax sollte einfach und leicht zu merken sein und darf niemals das Wort Monkey enthalten. Und drittens natürlich, Bananen sind gut. Die Befehle sind grundsätzlich die gleichen wie bei Brainfuck, nur mit einer anderen Schreibweise. Das Plus entspricht zum Beispiel ook ook, das Minus ook ook, das kleiner als Zeichen ook ook, das größer als Zeichen ook ook, die beiden eckigen Klammern ook ook bzw. ook ook und der Punkt und das Komma dementsprechend ook ook und ook ook. Ach, übrigens, die Sprache heißt ook. Habe ich das bereits erwähnt? Hier denn das Beispiel von eben, nur eben in ook. Ook 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 ook. Wem diese 8 Befehle immer noch zu viel zu lernen sind, der könnte sich womöglich mit Whitespace anfreunden. Diese Sprache besteht aus lediglich 3 Zeichen, oder eher Leerzeichen, und ist dadurch sehr aufgeräumt. Es gibt neben Leerzeichen ausschließlich Zeilenumbrüche und Tabs als Befehle. Das Hello World Beispielprogramm sieht dann zum Beispiel so aus. Viel mehr bleibt dann auch nicht zu sagen, außer dass die 3 Befehlszeichen in 5 Bereiche aufgeteilt werden. Stack-Zugriffe, Rechenfunktionen, Hiebspeicherzugriffe, Schleifen, Sprünge, Bedingungen und Ein- und Ausgabe von Werten. Laut Wikipedia haben Whitespace-Programme eine gewisse Ähnlichkeit mit Python. Wahrscheinlich haben beide genauso wenig Inhalt. Aber nun widmen wir uns ein wenig kulturell wertvolleren Sprachen. Zum Beispiel wäre da Shakespeare. William Shakespeares eigene Programmiersprache aus dem Jahre 1598 ist eindeutig Hochkultur. Auf den ersten Blick gesehen SPL-Programme, SPL steht für Shakespeare Programming Language, aus, als wären sie originale Dramen von dem berühmten Lyriker und Dramatiker.
Allerdings sind dessen eigene Werke dummerweise nicht immer kompilierbar. Der Freidenker aus dem 16. Jahrhundert hat bei der Entwicklung sehr viel Wert darauf gelegt, dass dem Programmierer aus dem 21. Jahrhundert später sehr viele Freiheiten zugesprochen werden. Daher besteht die Syntax nicht wie bei anderen Sprachen aus bestimmten festgelegten Zeichen, die oft einer mathematischen Schreibweise ähneln, sondern aus Sätzen, die wiederum in Nomen, Adjektive, Verben und so weiter gegliedert werden können. Am allerwichtigsten bei jedem SPL-Programm ist der Titel des Dramas, der zu Beginn des Codes angegeben werden muss. Vom Compiler wird er dann ignoriert. Im Anschluss müssen die Charaktere des Dramas aufgelistet werden. Es können ausschließlich Charaktere, die auch in Shakespeares Originalen auftreten, verwendet werden. Diese werden dann als Integer-Variablen behandelt. Wenn man darüber nachdenkt, eigentlich ziemlich diskriminierend, eine Person lediglich auf eine einzige Zahl zu reduzieren. Danach können Akte, Szenen, Enters, Exits, Exeerns und Dialoge verfasst werden. Jeder Akt und jede Szene, die von 1 an durchnummeriert werden müssen, benötigen zwangsläufig einen Titel, der vom Compiler wieder ignoriert wird. Zu Beginn bzw. Ende einer Szene können dann die Schlüsselwörter Enter, Exit und Exeunt verwendet werden. Diese sorgen dafür, dass die deklarierten Charaktere auf der Bühne stehen oder eben nicht. Es treten Compiler-Errors auf, wenn fehlerhafte Anweisungen getätigt werden. Zum Beispiel, wenn eine Person, die bereits auf der Bühne steht, nochmals auf die Bühne gehen soll. Letztendlich noch die Dialoge. Diese müssen wie in einem echten Drama aufgebaut sein und beinhalten Anweisungen und Operationen in Textform. Viel weiter möchte ich an dieser Stelle jedoch nicht auf die tiefgreifende Kunst des Dramenschreibens eingehen, da dieses Video ansonsten noch so lang wird wie Macbeth. Stattdessen werfen wir noch einen kurzen Blick auf verschiedene andere Sprachen. Da wäre zum Beispiel die esoterische Programmiersprache Chef, bei der ein Programm in Form eines Kochrezeptes geschrieben wird. Die Zutaten entsprechen dabei den Variablen und anschließend werden die Instruktionen in Form der Durchführung getätigt. Dann gibt es noch Ho Ho Ho, eine speziell für und von Weihnachtsmännern entwickelte und optimierte Version von Brainfuck. Kao, die perfekte Sprache für alle Anhänger der Art Boss Primigenius und am allerwichtigsten HQ9+, die eben genau diese Zeichen kennt und nur diese Zeichen, welche entweder Hello World, den eigenen Quelltext oder die Lyrics von 99 Bottles of Beer on the Wall ausgeben oder den Akkumulator um 1 erhöhen können. Auch zu empfehlen ist die Compiler Language with No Pronounceable Acronym, kurz Intercal, die noch aus der Zeit der Lochkarten kommt und offiziell dem Programmierer das Leben schwer machen soll. Oder aber der JavaScript-Verbesserer JSFuck, der gültigen JavaScript-Code ausgibt, allerdings nur mit Hilfe von normalen Klammern, eckigen Klammern, dem Ausrufezeichen und Plus auskommt. Besonders praktisch ist diese Sprache, wenn man die Erkennung von schädlichem JavaScript-Code umgehen will. Außerdem wäre dann noch Java2K, welches eine wahrscheinlichkeitstheoretische Sprache ist. Aus diesem Grunde lässt sich auch nur ein Programm schreiben, was eventuell, also zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel Hello World ausgibt. Und für die Leute, die gerade von einem mobilen Endgerät zuschauen, für euch gibt es Emojicode und Emoticon, die mit Emojis bzw. Emoticons als Befehlen arbeiten. Zu guter Letzt bleibt noch Malebolge, benannt nach dem 8. Kreis der Hölle und die selbstdeklarierte schlimmste Programmiersprache der Welt. Hier zum Beispiel das Hello World Programm in dieser Sprache. Absolut sch**. Wie kann man sich nur so ausdenken? Es gibt noch so unzählig viele weitere esoterische Programmiersprachen, aber das soll es für dieses Video erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt dieses etwas weniger seriöse Video der Programmiersprachenserie nicht allzu ernst genommen. Mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht, all diese esoterischen und absolut abstrusen Programmiersprachen zu recherchieren. Vielen Dank fürs Zusehen, ich kann euch nur empfehlen, eine der Sprachen mal auszuprobieren und damit dann bis zum nächsten Video.